Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Lumineszent Platinum in der Hardcore Nuzlocke. Wir haben im letzten Mal die Arena geschafft, die Wasserarena, tatsächlich nicht die einzige Arena im Spiel, sondern die Arena des Wassers, des permanenten Regens. Und heute geht es weiter, um einen Bombenanschlag nicht zu verhindern, sondern uns sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und bevor wir das machen, will ich gerade mal eben nachgucken, was eigentlich unser Level Cap ist. Settings, Current Level Cap, 49, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, der Bombenanschlag ist in diese Richtung. Hallo. Du hast ein neues Outfit? Oh, ach, das ist dein Outfit. Okay. So. Was geht ab? Ich muss nach Osten, ne? Doom? Ey, der ist ja durch mich durchgelaufen. Das ist ja unfair. Sowas macht man ja nicht. Okay, also ihr habt hier was gesprengt. Hallo Shaman, was geht ab? Ich hätte auch Angst, wenn mir Shaman gegenüber stehen würde. Es ist ein sehr gruseliges Pokémon. Okay, Panferno blockiert hier den Eingang. Barry kann sich teleportieren und wir verfolgen natürlich den Angreifer. Hallo. Guter Herr, wie geht es Ihnen? Ich habe auch eben die Movesets der Pokémon nochmal wieder gedreht, ne? Die waren ja für die Arena ein bisschen komisch. Bestimmt nach Carlos. Die waren ja alle ein bisschen komisch nach der Arena, deswegen bin ich mal eben schnell drüber gegangen. Habe hier einen Earthquake wieder drauf geslappt. Hier hat sich gar nichts getan. Hier habe ich Dazzling Gleam wieder drauf über Sunny Day. Hat sich auch nichts getan. Und hier habe ich mein Acid Armor unten drauf und über Rest und Bubble Beam als unseren Water Step, weil wir haben keinen besseren gerade. Maximal Waterfall, aber das profitiert jetzt nicht so sehr von unserer Fähigkeit und von unserem Wesen und unserem. Habe ich Schutz an? Und unserem Tail Glow. Ich hatte mal einen Schutz an, jetzt habe ich ihn auch wieder an. Okay. Ich glaube, ich sollte ein Gebäude betreten. Ich sollte ganz dringend ein Gebäude betreten. Immer schön, wenn die Mod gut funktioniert. Machen wir das Menü auf. Das sieht so aus, als geht gerade alles. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Hier bist du. Warum erzählst du mir das eigentlich, hm? Willst du mir das mal verraten? Weglaufen ist gegen die Regeln. Hallo, Lubell. Die haben alle Bowlcuts. Findet ihr, dass meine Klamotten so schön leuchten im Dunkeln? Findet ihr das auch so cool? Oder? Es sieht schon gut aus, oder? Ich mag ja das Cyber-Outfit. Ja, ja, interview du ruhig mal die Leute hier. Ist okay, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Das ist voll in Ordnung. Hallo. Alles gut bei dir? Wann kämpfen wir eigentlich, hm? Gar nicht. Schade. Ich möchte aber ganz gerne. Soweit schaffst du es nicht mehr, hm? Geht doch. Haben wir doch noch eine Auseinandersetzung innerhalb der ersten 5 Minuten des Videos mit diesem Galactic Grunt und seinem Toxicroak. Ja, das ist ein schlechtes Matchup für mich. Das ist in der Tat kein besonders gutes Matchup für mich. Ich kann aber damit umgehen, weil du wirst ja jetzt hier für einen Fighting Move gehen. Und das bedeutet für mich, dass ich hier in meinen Ghost gehen kann. Und ich denke, ich stehe dann auch ganz gut da. Ja, Drain Punch geht ins Nichts. Und wir gehen einfach für einen Shadow Ball. Anticipation, also ich brauche jetzt ja auch nicht versuchen, auf Jai Skin irgendwie was zu machen. Nasty Plot, okay. Was willst du machen? Mich Vacuum Waven? Oder ich glaube, das könnte in die Hose gehen, wenn du das probierst. Sucker Punch, ja. Nasty Plot into Sucker Punch ist auch meine Lieblingskombo. Noch nie so eine gute Combo gesehen. Die ist absolut amazing. Super. Tut mir ein bisschen weh, so einen Toxicroak zu besiegen. Ne? Toxicroak ist schon extrem cool. So, auf der Skala von 1 bis cool ist das schon auf Maximum. Also schon auf cool.
Toxicroak ist halt echt verdammt cool. Toxicroak mag ich ja schon seit Gen 4 rauskam, ne, bin ich großer Toxicroak-Fan. Es hat viel mit dem Anime tatsächlich zu tun, den habe ich damals ja noch geguckt, weil, oh Gott, wie alt war ich da? 6, 7? Wann kam der, wann lief der Gen 4 Anime? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber Rocco hatte einen Glibunkel. Und das hat ihn geboxt. Und ich mochte Glibunkel. Ich hatte in-game keins, weil ich glaube, man hat das Ding in Diamant, ich hatte ja nur Perl. Ich glaube, man konnte das, ich weiß gar nicht, ob man das in Perl überhaupt kriegen konnte. Und wenn dann, wenn man es kriegen konnte, dann war das in der, hey Cynthia, dann war das in der, hier, wie heißt es? Im Großmoor. Und das Großmoor war ja sowieso ein bisschen funky. Ja, ich habe die auf Route 210 gesehen, die Psyduck, glaube ich. Gib mir die Medizin. Dankeschön. So, hier kommen wir leider nicht durch, ne? Das ist verboten. Okay, dann wollen wir uns doch mal in Richtung der Fahne hier begeben. So, das Ding ist, das große, große, große Ding ist, ich weiß, wenn ich der Fahne folge, werde ich in eine Situation kommen, in der, ich hoffe, ich habe gerade einfach mal zwei Sonderbonbons. Habe ich nicht. Nee, warte, wenn, dann sind die ja in... Sind die hier? Ah, Rare Candy. Okay, gib mir mal zwei Stück, dann haben wir nämlich Menno auf dem gleichen Niveau wie alle anderen. Ich habe die Rare Candy so hart gewastet gerade, aber ist mir jetzt egal. Iron Defense. Also nein, aber cool, dass wir es lernen. Weil wir werden in eine Situation kommen, in der wir gegen Dawn kämpfen müssen. Ich werde das Team von Dawn einblenden, wenn es soweit kommen sollte, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass Dawn mit einem Alakazam lieben würde. Und das hat keinen Focus Sash. Und deswegen liede ich ja sowas von mit meinem... Mit First Impression. Aber sowas von. Und die hat halt Level Cap 45. Ich weiß nicht, wo die auftaucht, aber 45 ist nur ein Level über dem Arena-Leiter. Über dem letzten. Also denke ich mal, hier irgendwo, ne? Steht Route 210. Das könnte überall sein. Route 210 ist groß. Tschüss, Entons. Hallo, Cynthia. Wo sind die... Wo ist denn die gute... ja, danke für den Old Charm. Ich habe absolut nicht aufgepasst, was du gesagt hast. Wo ist denn die gute Dawn? Ich habe ein bisschen Angst. Wo sie auftauchen könnte. Ich guck mal, ob ich gegen alles, was auf dem Team habe. Also gegen Mamoswine kann ich in Affi gehen. Das ist ein Spedef Mamoswine. Problem, ich habe ein bisschen Angst vor dem Lopunny, ne? Das ist auch Choice Band und Scrappy. I mean, wenn es für Return geht, kann ich es halt mit für Strength geht, kann ich es halt mit Menno checken, aber ansonsten wird es kritisch. Und das Mamoswine hat auch eine Pasho-Berry, das ärgert mich ja auch ein bisschen, ne? Aber wenn Mamoswine direkt nach Alakazam reinkommt, kann ich es ja mit Isadora direkt killen, dann ist das ja nicht so schlimm. Und Manaphy's kann ich mir ja irgendwann ein Setup gönnen. Dann rennt da ein Clefable rum, das kann ich aber mit Ivan checken, es hat nur Moonblast als Attacking-Moves. Und es hat auch kein Setup. Es hat, nee, es hat Psychic auch als Attacking-Move, nee, das ist doof, ne? Es hat Moonblast und Psychic. Aber es ist ein defensives Set, also sollte ich das mit Ivan trotzdem checken können. Ja. Ich habe echt ein bisschen Respekt vor diesem Lopunny, ne? Aber ich glaube halt, ich kann in... Ich werde, wenn da... Je nachdem, was ich halt draußen habe, kann ich mir halt denken, für was es geht. Wenn ich Ivan draußen habe, könnte es für einen Fire Punch gehen. Dann kann ich in Affi gehen. Okay. Okay, erstmal kaufen wir Milch. Wenn wir schon hier sind, kaufen wir Milch. Wenn wir schon hier sind, kaufen wir Milch. Ich laber auch gerade ein bisschen Schwachsinn, weil ich habe das Team ja noch nicht eingeblendet. Aber vertraut mir, Leute. Vertraut mir. Das wird, das ist extrem scary. Das, was am wenigsten scary ist, ist, glaube ich, das Flareon. Und das ist schon ein bisschen scary. Okay, aber noch ist hier niemand aufgetaucht. Ich habe so das Gefühl, dass mir das exakt gleiche in Renegade Platin auch passiert ist, ne? Oh, hallo! Wer bist du denn?
du Master Davis von 1 und 1. Ninja Boy Brennan. Master Davis von 1 und 1 lebt auch einfach mietfrei in meinem Kopf, ne? Vor allem auch verbunden mit dem Wort Hallo. Was ja mega dämlich ist, weil Hallo ist jetzt kein seltenes Wort, ne? Das hört man schon relativ häufig. Jedes Mal, wenn jemand Hallo sagt, sitze ich hier. Hallo, mein Name ist Master Davis von 1 und 1. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Es ist sehr schlimm. Vielleicht sollte ich in Therapie gehen deswegen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Okay, Sword Stance. Bitte stirb einfach zu Rock Slide. Das wäre mega cool. Ich würde mich sehr freuen. Also wenn ich das treffe. Ne? Wenn ich treffe, stirbst du. Aber wenn ich es treffe. Ne? Aber ich hab's getroffen. Das ist doch alles, was zählt. Rip Ninjas. Das war's. Tja, Brandon. Du hattest keine Chance. Und so viel Geld hattest du auch nicht. Ganz viel Geld hattest du dann auch nicht. Hier ist noch einer, ne? Hey. Was geht ab? Ich habe halt eigentlich völlig einen falschen Lied, weil diese Ninjas haben halt Ninja-Turm, Crobat, Ninjas, so ein Shit. Toxicroak. Okay. Oder sowas. I guess, vielleicht haben die auch Toxicroak. Der resistet auch alle Moves von Isadora. Also hilft mir nicht, aber offenbar haben die auch sowas. Was gehe ich denn hier? Wenn ich fragen darf. Also das Ding scheint ja jetzt auf jeden Fall Jyskin zu sein. Ich könnte mal gucken, ob ich Skylani reinbekomme. Nee, ist die Plot. Okay, da bekomme ich Skylani rein, weil ich bin Spidef. Ich bin Spidef und wir beherrschen die Erdbebenattacke. Und wir werden sie benutzen. Toxic. Auch hier wieder unglaubliche Kombination aus Nasty Plot into Toxic. Noch nie so eine starke Kombo gesehen. Die ist fast so stark wie Nasty Plot into Sucker Punch. Ihr habt auf jeden Fall verstanden, wie Nasty Plot funktioniert. Unglaublich. Wow. Ganz toll. Ganz großes Kino. So. Habe ich mal eben irgendwie ein Gegengift oder so? Im Full Heal. Ja, dann gib mir halt den. Dann gib mir halt den. Danke für die Hyper Potion. Gab es hier nämlich noch irgendwie eine TM oder so? Nicht. Ich weiß, dass hier noch ein Trainer ist. Hey. Was ist denn dein Lied? Hm? Womit haben wir es hier zu tun? Ich verstehe nicht, warum dieses Mamoswine auf dem Team halt Full Attack, Full Speed F ist. Ich komme nicht hinter, aber ist so. Okay, Skuntank. Da darf ich ja sogar drin bleiben. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Dann gehen wir auf den Brick Break. P-Jab sollten wir hoffentlich zwei von wegstecken. Okay, mit Poison ist ein bisschen gruseliger. Da will ich das nicht. Trick Lit. Cool. Vor allem, wenn ich den jetzt halt angreife und der ist. Der hat die falsche Fähigkeit, dann sterbe ich einfach. Ich entscheide mich deswegen für den Switch Out auf Manaphy. Und zwar entscheide ich mich deswegen für Manaphy, weil ich bei allem anderen irgendwie Angst habe, dass das Ding irgendwelche Coverage hat. Das könnte auch einen Feuermove haben, um meinen Aggron zu treffen. Das will ich auch nicht. Nochmal gepoisoned, das ist amazing. Genau, und jetzt gehen wir einfach mal für einen Bubble Beam. Und machen das Ding da weg, ne? Genau. Ich sehe gerade, dass das Empoleon von Dawn auch irgendein funky EV-Spread hat. Ey, ich check das hier alles nicht. Und die haben auch alle 31 DVs auf allen Werten. Warum ist das auf einmal so? Dawn, was ist los mit dir? Patcher Berries habe ich. Gib mir mal die. So, und dann habe ich, glaube ich, auch noch Supertränke. Nicht. Na, ich habe noch Kumu-Milch. Die habe ich gerade extra gekauft. Einmal bitte auffüllen hier. So. Dawn, hallo? Hier, auch nicht. Ey, die kommt einfach am Ende, oder? Am Ende der Route. Ich sehe es schon kommen. Da kommt auf jeden Fall einer mit Kampf-Pokémon, deswegen wähle ich mal einen sinnvolleren Lied. Hallo.
Okay, du hast gar keine Pokémon. Alles klar. Da wäre gleich auch ein guter Ort, weil das ein Feld weiter Weg ist. Ein Feld breit, meine ich. Wir dürfen übrigens nichts fangen, weil wir haben hier schon was gefangen. Und zwar war es, was war es denn noch? Habe ich hier... War es Tauros? Ich glaube Tauros, ne? Ich glaube, wir haben einen Tauros gefangen. Da ist auf jeden Fall ein, Cypher, aus dem wir mal eben auswechseln sollten, um das Ding auch mal zu Rockslide'n. Wie ihr seht, befindet sich dieses Sichlor auf dem Boden der Tatsachen, denn auch das liegt an dieser Mod. Normalerweise fliegt es natürlich. Ich weiß gar nicht, von wo diese Animation ist, oder diese Pose des Models, oder ob die selbst gemacht ist. Bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ich habe so eine ähnliche in Gen 9 gesehen. Aber diese Mod hier ist älter als Gen 9. Also die kam, die erste Version der Mod, die das, die Scherox, nicht Scherox, Sichlor auf den Boden gesetzt hat, ist älter als Karmesin und Purpur. Deswegen weiß ich leider nicht, wo dieses Model her, also nicht das Model, sondern die Animation, ne? Das Model ist ja das gleiche wie in Base BDSP. Ich weiß nicht, welche Pose ist Sichlor den Genius Sonority Games hatte, also in Colosseum XD und in wie heißt denn das jetzt noch? Jetzt ist aber peinlich. Battle Revolution, Dankeschön. Dankeschön, Gehirn. Ist mir doch noch eingefallen. Och, Hypnose, lass doch einfach. Was soll das denn? Muss das? Ich glaube, ich habe keinen Sichlor gesehen in Battle Revolution. Zumindest kann ich mich an keins erinnern. Es ist auch nicht so gut in einem Spiel, wo Rapid Spin so schwierig rauszukriegen ist und Stealth Rocks überall sind. Ach komm! Und Boots existieren ja noch nicht, ne? Es mag für manche Leute, die erst in Gen 8 angefangen haben, schwierig zu begreifen sein, aber Boots gab es früher nicht. Und es war eine bessere Welt. Es war tatsächlich eine bessere Welt. Wo man sich noch auf seine Hazards verlassen konnte. Ah ja, das waren Zeiten. Ironhead das Ding mal... Oh. Nerv mich doch bitte nicht. Ich bin für Ironhead gegangen, weil ich den nicht missen kann, ne? Und der vom Damage her an dem Punkt reichen sollte. Ja, weil Rockslide kommt auf... Rockslide ist Base 75, ne? Ja, kommt also auf 150, das kommt auf 120. Also, ne, Ironhead sollte hier safe killen. Und ich will es ja nicht missen, ne? So. Golbat weg. Haben wir es dann. Dankeschön. Ninja Boy Joel. So, Joel hieß auch der ältere Junge, der in meinem Dorf damals nicht mal die Straße runter, sondern quasi gegenüber gewohnt hat, bei dem ich zum Pokémon spielen gegangen bin. Ich weiß nicht, wie viel älter der als ich war. Also ich weiß es halt legit nicht. Ich glaube, der war, glaube ich, schon ordentlich älter als ich. Ich weiß aber nicht wirklich, wie viel älter. Aber da bin ich hingegangen. Der hatte auch, glaub Feuerrot oder Blattgrün irgendwann. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt nur meine rote Edition und ich glaube die gelbe und blaue. Ich weiß halt, dass ich die rote zuerst hatte, ne? Aber irgendwann hatte ich auch die gelbe und blaue. Ich gehe jetzt für Brick Break, weil ich nicht glaube, dass, oh Gott, das First Impression gekillt hätte und das war sehr viel Schaden. Wir gehen mal auf Dat Menno. Und dann hätte ich halt gerade nämlich nach First Impression nochmal einen Hit fressen müssen, einen zweiten. Und ich wollte das minimieren, aber der Fake-Out hat ganz schön reingehauen, also muss Menno wohl mal wieder ran. Auf Menno ist nämlich Verlass. Zu jeder Zeit. Jederzeit in deinem Leben kannst du einfach hingehen und sagen, hey Menno, bitte kümmere dich um diesen Affen. Und Menno macht das. Der macht das einfach.
muss die U-Turn jetzt auch noch sein. Okay, was kommt rein? Hm? Irgendwas, das Ironhead frisst wahrscheinlich. Torterra, ja, amazing. Das liebe ich doch. Ja, geil. Okay. Das Problem mit Torterra ist, dass das offensiv ganz schön reinzimmert gegen mein Team. Ich kann aber auf den Ground Move in Miss Mages gehen. Ich levitiere ja über dem Erdbeben. Jo. Und dann kann ich für ein Mystical Fire gehen, in der Hoffnung, dass die Dress Moves nicht zu strong sind. Und vielleicht sind sie ja sogar speziell. Iron Head. Okay, haben wir weggesteckt. Es wäre nicht cool gewesen, jetzt hier auch noch Miss Mages zu verlieren. Ich hätte mich nicht drüber gefreut. Starmie. Okay, also. Eigentlich würde ich sagen, ich bin schneller und kill den. Aber ich traue mich nicht. Und deswegen gehe ich jetzt in Manaphy. Manaphy hat einen Energy Ball. Und Manaphy sollte jetzt wegstecken. Psychic. Hm. Hui. Und Spedef Drop. Amazing. Dankeschön. Okay, so stecken wir die jetzt nicht weg. Da muss ich jetzt auswechseln. Gehen wir mal in Gastrodon. Nochmal Psychic, bitte. Drop nicht meine Spedef. Dankeschön. So, jetzt ist erstmal Zeit, um auf Recover zu drücken, damit wir hier healthy bleiben. Auf dem... Ja, wir sind tot. Wir sind nicht tot. Alles ist gut. Gastrodon wiegt nicht so viel. Okay, Grassnot hast du auch. Das ist ja einfach ein Traum hier, ne? Das ist ja ein Traum. Wir drücken noch ein paar Mal Recover, um ein bisschen healthier zu werden. Und wenn wir healthy genug sind, probieren wir eine Body Slam Para oder so zu kriegen. Oder, Geheimtipp ist auch, wenn ich mir sicher bin, dass es Grassnot spammt, könnte ich auf Sirfetch'd gehen und ihn mit First Impression killen. Ja, ich stall gerade einen Starmie mit einem. Grassnot Starmie mit einem Gastrodon aus. Verklagt mich doch. Einmal machen wir es noch, dann sind wir full. Cool. So, das letzte Pokémon ist Ambidiffel, ne? So, das heißt, ich kann jetzt erstmal für ein bisschen Chip-Damage gehen. Damit gleich auch der Hit von meinem Sirfetch safe killt. So, gehen wir für ein Erdbeben. Und jetzt wag es nicht auf Psychic zu wechseln. Wag es ja nicht auf Psychic zu wechseln. Jetzt gehen wir in Isadora. Okay, das stecken wir weg. Knapp, aber weggesteckt. Und gehen wir First Impression. Weg mit dir. Critical Hit. Der hat nicht mal gemattert. Aber das waren 50% Chance auf Crit. Also, ne, nimmt man mit. So. Und jetzt kommt Ambidiffel. Und dann gehen wir wieder zurück in Menno. Und der kümmert sich um den Affen. Nido will Parish Song lernen. Cool grundsätzlich, aber behalt mal die alten Moves. Power Gem auch. Konntest du schon mal und wollen wir immer noch nicht wieder haben. Ambipom. So. Menno, kümmere dich um den Affen. Mach mal bitte. Ich will den Affen hier nicht mehr wiedersehen. Mach einmal weg den Affen. So, und wir haben da auch eine gute Schwester Joy gleich stehen, die unsere Pokémon heilt. Die habe ich schon gespottet. Und da ich dieses Spiel hier auch keine Models hat, um glaube ich zumindest, für die Krankenschwestern, die gegen einen kämpfen, glaube ich auch nicht, dass sie einen Kampf gegen mich hat. Genau. In Gen 5 hätte sie wahrscheinlich gegen mich gekämpft. Warum speichere ich eigentlich? Bringt gar nichts, aber okay. Jetzt war ich gerade schon drin. Wenn das Spiel crashen sollte, wir haben einen Save.
Ich behalte Isadora jetzt gerade nicht vorne tatsächlich. Und das ist eine doofe Lead-Kombination, weil ich absorbiere ja meinen eigenen Water-Move. Machen wir es lieber so, weil da haben wir zwei Ass-Trainer. Das wird jetzt gruselig. Ein Doppelkampf. Das wird tatsächlich gruselig. Jen und Zack. Gyarados und Typhlosion. Das ist mega scheiße. Holy shit. Das ist mega scheiße. I mean, Manaphy ist ein guter Lead. Gehen wir für einen Bubble Beam auf Typhlosion und du musst hier ganz dringend raus. Ich guess Gastron ist ganz okay. Ich habe halt gar keinen Bock, dass das Gyarados jetzt anfängt, für Setup zu gehen, ne? Das wäre ein bisschen gruselig jetzt. Flamethrower, aber den stecken wir weg. Das ist okay. Dragon Dance, ja. Das, das ist nicht gut. Und vor allem absorbiere ich jetzt meinen Bubble Beam. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Aber ist okay. Ist okay tatsächlich. Ich glaube, wir können damit arbeiten. Jetzt haben wir nämlich plus 1 Gastrodon. Und jetzt gehe ich für einen Tail Glow. Ne, ich gehe für einen Acid Armor. Und ich Muddy Water hier rein. Outrage. Oh, fuck. Haben wir es weggesteckt? Nein. Okay, Gastrodon ist tot. Cool. Ach, Leute. Muss das hier... Okay, wir gehen jetzt in Menno. Menno hat Protect. Menno blockt, dodgt jetzt da mit seinem, einmal dem... Der Outrage. Dem Flamethrower meine ich. Der Outrage sowieso, aber auch den Flamethrower. Outrage geht auf Manaphy. Bitte kill mit Bubble Beam. Oh nein. Wir haben ein massives Problem, weil ich muss jetzt irgendwas auf Flamethrower reinbekommen. Ich kann nichts auf Flamethrower reinbekommen. Ich muss für ein Double Protect gehen. So dumm es klingt, Menno kann ich am besten ersetzen, weil ich mehr Steel-Types habe. Double Protect kommt raus. Dankeschön. Uiuiui. Okay. Und Gyarados ist verwirrt. So, und wir haben jetzt auch zwei physisch bulky Mons draußen. Vielleicht können wir mit Gyarados dealen. Typhlosion ist weg. Gastron halt auch und das fuckt mich massiv ab. Ach, Leute. Ich habe ganz viele Mons auf der Box. Ich werde irgendwie einen Ersatz für Gastron finden müssen. Osaring. Das ist auch okay. Osaring ist okay. Wir focussen jetzt eine Seite down. Wir focussen eine Seite down. Hau dich selbst, Gyarados. Nicht. Okay, aber den Crunch stecken wir weg. Kein Death Drop. Dankeschön. Osaring ist ein Ground-Type. Oh nein. Okay, wir sind schneller. Osaring ist weg. Okay. Osaring ist ein Ground-Type. Fun Fact. Cool. Hätte man mir auch vorher sagen dürfen. Aber dann ist das wohl so. Aber Menno ist einfach schneller als Osaring. Alles gut. Und Ampharos auf dem letzten Slot. Ja, optimal. Das macht mir doch Spaß. Ey, ich will hier nicht rauswechseln. Das ist so das Main-Problem an der Geschichte, ne? Wenn ich auswechsle, werde ich auch einmal wieder von Gyarados getroffen. Ey, Menno, sei mal schneller und box das Kack. Und box das Kack Ampharos. Ampharos ist ein Drache. Auch cool. Dragon Pulse. Okay, Dragon Pulse ist okay. Dragon Pulse ist okay. Mit Dragon Pulse kann ich arbeiten. Dragon Pulse ist fein. Dragon Pulse ist voll in Ordnung. Und wir wissen jetzt auch, dass Menno schneller ist.
Und Earthquake sollte ja jetzt killen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob Earthquake killt. Ich gehe nochmal für Bubble Beam. Ja, ja, crunch ruhig permanent im Menü rein. Das ist voll okay. Das ist voll okay. Wir machen jetzt das Ampharos da weg. Speedtide, ihr beiden? War Menno vorhin schon langsamer? Okay, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Ampharos jetzt tot. Und jetzt können wir uns auf den Gyarados-Slot fokussieren. Und dafür gehen wir jetzt erstmal mit Manaphy für den Tailglow. Und Protecten mit Menno. Warum ist er für Takedown gegangen? Offenbar hat das Ding auf jeden Fall keinen Electric Move gehabt, weil sonst hätte das Ding ja safe gedrückt. So, einmal Tailglow bitte. Und einmal Protect. Dragon Dance. Ja, geil. Okay, ich wurde outplayed. Das ist nicht gut. Wir hauen da jetzt drauf auf das Ding, ne? Ich denke nicht, dass es in der Lage ist, jetzt irgendwas zu töten. Außer es crittet. Aber das hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Und wir hauen da jetzt mit voller Kraft drauf. Ich will das Kackvieh hier nicht weitersehen. Energy Ball und Rock Slide. Nochmal Dragon Dance. Ich krieg ein bisschen Schiss gerade. Krieg so ein klein bisschen Schiss. Plus 3 Energy Ball. Wie viel macht denn der? Viel. Und Rock Slide trifft. Dankeschön. Okay. Gyarados ist weg. Fehlen noch 2 Pokémon. Die wieder wegboxen müssen. Und dann beende ich den Part gleich, weil ich einen Ersatz für Gastrodon finden muss. Ja, amazing. Geil. Immerhin hat Gastrodon war es für die Wasserarena da, ne? Es hätte auch schlimmer sein können. So, wir gehen hier für einen Bubble Beam und protecten mit einem Menno, um dem Ground Move aus dem Weg zu gehen, der hier jetzt kommen könnte. Aber der nicht kommt, weil Mana viel schneller ist. Okay. Okay. Und schon ist Menno das am höchsten gelevelte Pokémon im Team. Komisch. Bin sehr froh, dass Menno den Double Protect gelandet hat. Meine Fresse. Weil sonst, oh Gott. Sonst wäre das nochmal ordentlich beschissener gelaufen gegen... Ich probiere mal den. Gegen Gyarados. Hier muss Manaphy jetzt leider raus. Ich kann das Sarzenia ja nicht richtig treffen. Der killt mich einfach. Leaf Blade. Okay. Weggesteckt. So, ich glaube, Rose Raid ist schneller. Ich hoffe es. Also, ne, normalerweise ist Rose Raid schneller. Ich glaube auch, ich habe Speed Investment gehabt. Ne? Also sollten wir das Ding outspeeden. Ja. Okay, Victory Bell weg. Haben wir nur Gastrodon verloren. Aber wir haben Gastrodon verloren. Ne? Also, es ist ein normaler Trainerkampf. Davon nur zu sprechen, tut mir ein bisschen weh. Immerhin, Gastrodon hat gezeigt, was es kann. Und hat einfach die Grass-Moves getaked ohne Ende. Vorhin gegen das Starmie. Aber im Doppelkampf gerade hat es einfach... Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Townmap, ich muss mal eben einmal zurück nach Trostu, bitte. Schade. Schade. Aber besser als Sonnkern sein, ne? Immerhin ist man mal im Team gewesen. Immerhin ist man mal im Team gewesen, das kann nicht jeder behaupten. So. Es tut mir leid. Passiert den Besten. Jetzt haben wir schon 3 von den Waterground-Pokémon auf dem Friedhof. Erkennt langsam ein Muster. So, also. Ich hätte gern eine richtige Electric Resist. Ja. Das wäre cool. Da bietet sich sowas wie Robraff an. Da bietet sich Mango Steak an. Man könnte in Richtung Mamoswine gehen. Mamoswine wird aber defensiv wenig bringen. Und wenn wir mal ein bisschen uns auf die Zukunft konzentrieren.
Ja, Chomper wäre auch eine Option, ne? Dann haben wir auch einen Fantasy-Core. Wir haben eine Fee mit Miss Mages, einen Steel-Type mit Menno. Dann hätten wir noch einen Drachen mit Mana. Das könnte man machen. Oder ich sag halt, okay, Electric Resist nicht so wichtig. Ne? Ich habe in der Theorie Ivan. Damit kann man arbeiten und es reicht mir, wenn ich einfach neutral bin. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Low Punny gleich halt, ne? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Low Punny. Aber ich habe auch irgendwie nichts, wo ich sagen kann, jo, den nehme ich mit und dann fühle ich mich besser gegen Low Punny. Maybe mit Eggy, aber auch nicht wirklich. Wünsch mir halt so ein bisschen Psychic-Type, aber gibt's nicht. Ich habe halt Eggy und, ne, und Medicham und das war's. Und ich kann auch keinem von beidem einen Scarf in die Hand drücken, weil ich habe keinen. Psychic, der Fee wäre auch okay, da habe ich nur Mark. Nehme ich Mark einfach wieder mit? Der Intimidate. Ich hätte ja eh kein Intimidate. Und dann ist, kann man den halt mal einwechseln, um zu scouten, für welchen Move hier gegangen wird und dann halt weitergehen im Leben. Aber dann nehme ich doch einfach Mark mit, oder? Gebt dem mal ein richtiges Moveset. Ich nehm Granbull mit. Ich nehme einfach Granbull mit. Es ist die Zeit gekommen für Granbull und den Fantasy Core. Ich grind ihn hoch auf Level 44 und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, ne? Bis dann. Tschüss.